Hallo, hier ist der Daniel Brühl und Sie sehen Sky. Viel Spaß. Den werden wir mit Sicherheit haben, wenn wir am Sonntag mit unseren Gewinnern am roten Teppich vor und hinter der Bühne und rund um die Globes die Verleihung besuchen. Inzwischen kommen aber noch ein paar andere Nominierte zu Wort. Zum Beispiel Michael Douglas. Der ist fast so alt wie die Golden Globes und zum 10. Mal nominiert. Gewonnen hat er schon 3-mal. The Golden Globes is a great party. You know, you guys are getting serious in your old age. But it used to be, it was a wonderful, wonderful, gregarious party. But your timing as to when the awards come and everything else plays such a crucial role now in the whole rollout of the award seasons. Michael ist nicht nur der Sohn von Schauspielern, sondern bald auch der Vater und der Onkel. Because I have 3 children, all who want to be actors, as well as a niece. So there's 4 Douglases on the horizon, 4 more Douglases on the horizon, and I just pray for them, as I know now what my father went through, Kirk, when I first started, about how difficult it is. Our union, our actors union, runs at about 90% unemployment, you know? And unfortunately, I tell people when they want to become an actor, I said, do you want to be an actor or do you want to be a movie star? Because if you want to be a movie star, that's the only thing that's going to make you happy, forget it. Wenn ich einen Tipp abgeben oder eine Hoffnung aussprechen darf, dann ist der folgende Schauspieler auf dem besten Weg zum Golden Globe Sieg. Rami Malek channeled in Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury. I enjoyed the show. I also write songs. Our lead singer just quit. Then you'll need someone new. I love the way you move on stage. The whole room belongs to you. Don't you see what you could be? No one will play us on the radio. We need to get experimental. Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Do it again. One more. How many more Galileos do you want? Roger, there's only room in this band for one hysterical queen. Aside from the music and his presence on stage is his ability to not let anyone tell him who he was or be put into any box. He really owned who he was and never let himself be categorized I just feel marginalized, I guess, by what anyone thought, that he could be exactly who he wanted to be. And never had to feel like he had to settle for what anybody thought who he was or should be. He was just him. Viggo Mortensen und Mahershala Ali sind die Stars des wunderbaren Green Book, eines Films, der zur Gänze in New Orleans gedreht wurde. Ja, auch die Szenen, die in New York spielen. Yeah, some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested? I am not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the Deep South. What other experience do you have? Public relations. Do you foresee any issues in working for a black man? You and the Deep South, there's gonna be problems. Can you both talk a little bit about shooting basically the entire film there? It was amazing shooting in New Orleans. It's just a city that's steeped in so much history, and it's very nuanced, and just in terms of like class and race, mm-hmm. and things that really played into the story. Our crew was very mixed. Yeah. You know, like the makeup of the crew, and well, I think they also do shooting a lot of stuff down there. They do, and there's like a Green Book Hotel that we were actually shooting in, yeah. and we weren't even aware of it until halfway through the day. So one of the extras came over and said, all these famous artists from Motown, mm-hmm. this is where they had to stay. They couldn't stay in the hotels in downtown New Orleans, even though they were playing in big venues in downtown. Yeah. Daniel Brühl ist auch nicht zum ersten Mal nominiert und hat nichts als gute Erinnerungen an seine ersten 2 Verleihungen. Das war mit Goodbye Lenin als bester ausländischer Film. Da war ich halt ein Junge. Ich war auch gefühlt so das dritte Mal in L.A. Das war natürlich völlig überwältigend. Und da hatte ich einen Riesenspaß und fand es vollkommen irre, in diesem Raum zu sein mit all diesen Leuten, die man kennt und die man bewundert.
Und das zweite Mal, Jahre später halt mit Rush und mit Niki Lauda zusammen in seinem Flugzeug hier überhaupt hinzufliegen von Wien aus. Und er ist die Maschine ja geflogen, war schon mal ein knaller Beginn der Reise. Und dass er also extra auch an unserem Tisch saß und gekommen ist. Peter Morgan noch dabei und all die wunderbaren Leute, mit denen wir den Film gemacht haben, war einfach großartig. Und da war man ja dann auch näher dran an der Bühne. Ich weiß noch, bei dem ersten Mal konnte man manchmal nicht so richtig sehen, weil man noch anders saß. Und diesmal war man wirklich mittendrin. Das heißt, für mich... Du warst im berühmten Pit. Ich war im Pit. Dort, wo alle sitzen wollten. Genau, ich war im Pit. Und ich habe dann Jessica Chastain einen Meter neben mir. Und dann, keine Ahnung, also alle um mich rum. Das war schon aufregend. Wir werden für Sky die ganze Woche rund um die Globes berichten und mit unseren Gewinnern Hannes und Emanuel Hollywood erkunden. Folgt uns online und auf Social Media.